Hey Leute, ich bin's Marco von gaming-schuh.de und das ist mein Razer Enki Test. Und ich habe sogar alle drei Razer Enki Modelle hier, also den Enki X, den Enki und den Enki Pro. Wie es dazu gekommen ist, den Razer Enki habe ich mir eigentlich schon vor längerer Zeit mal bestellt, vor einigen Monaten schon. Ich bin nur noch nicht zum Test gekommen und vor ein paar Wochen jetzt hat mich Razer angeschrieben, ob ich den Razer Enki Pro, der heute rauskommt, nicht vielleicht auch testen möchte. Und das kam mir ganz gelegen, habe ich gleich beide Modelle im Video und da dachte ich mir, wenn ich schon die beiden habe, da fehlt ja nur noch eins. Und dann habe ich mir den Razer Enki X auch nochmal bestellt, die abgespeckte Version aus der Familie der Enkis von Razer. Und ja, deswegen habe ich eben alle drei Modelle hier. Kurze Info oder Bitte vorab, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch gerne meinen Channel, das wird mir sehr helfen. Liked auch gerne das Video oder schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr euch einen der Razer Enkis einmal kaufen wollen solltet, dann macht das auch gerne über einen der Links aus meiner Videobeschreibung. Denn wie ihr eben gehört habt, die meisten Tüte kaufe ich mir auch selber, sowie die beiden Enkis eben, den Enki X und den Enki. Und ja, das würde mir auf jeden Fall sehr helfen, kostet euch natürlich keinen Cent mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision und das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Und damit geht es auch jetzt dann mal los mit den Eigenschaften der Enkis. Also ich fange mal mit dem Enki X an, das was der hat, haben die anderen Stühle natürlich alle auch, aber noch ein bisschen mehr. Und zwar damit zum ersten Mal mit dem Enki X eine einfache Wippmechanik, also wir können wippen oder nicht wippen, ebenso das Basismodell. Wir können die Rückenlehne mit einem Hebel um bis zu 152 Grad, so Sitzfläche nach hinten klappen und ja, damit auf unserem Stuhl auch liegen. Ja, beim Enki X haben wir Armlehnen, die sich in zwei Richtungen verstellen lassen, also 2D-Armlehnen. Das Innenleben und die Knöpfe sind hier aus Kunststoff. Wir haben eine integrierte, fest verbaute Lösenstütze. Wir haben ein Metallfußkreuz und 60 mm große Kunststoffrollen. Und die Bezüge sind hier aus, ja, es ist ein Mix, die Außenumrandung aus PU und das Innere, die Kontaktflächen sind mit einem ja, sehr angenehmen Stoffbezug bezogen. Wichtig zu wissen, beim Razer Enki X wird kein Kissen mitgeliefert. Und ja, damit sind wir beim Razer Enki und das, was der eben an Funktionen des Enki X noch toppen kann, sind nämlich folgende. Und zwar statt der einfachen Wippmechanik hat der hier eine erweiterte Wippmechanik, die wir also in jeder Position auch feststellen können. Wir haben hier statt 2D Kunststoffarmlehnen 4D Metallarmlehnen, also das Innenleben aus Metall, die machen dann wesentlich wertigeren Eindruck und auch die Knöpfe sind aus Metall. Und wir bekommen hier eben dann ein Nacken- bzw. Kopfkissen, das ist eher so beides in einem mit dazu, dass wir eben entsprechend mit diesen Bändern über die Kopfstütze stülpen können. Und dann zum Enki Pro, der auch mit 999 Euro auf jeden Fall ordentlich was kostet. Und ja, was der mehr kann, zum einen ist er anstatt mit dem Stoff auf den Kontaktflächen mit echtem Alcantara aus Italien bezogen, also wirklich dem Original, kein Imitat. Dann ist das Nackenkissen hier magnetisch haftend, also wir haben hier nicht die unschönen Bänder und können das damit auch ziemlich punktgenau einstellen. Und abgesehen davon ist der Stuhl, ja, so carbonmäßig, also die ganze Außenschale von hinten, das zeige ich euch gleich mal, ist komplett mit so einem ja, Kunststoff in Carbonoptik gehalten. Und auch die Seitenabdeckungen sehen hier deutlich schicker aus, zeige ich euch gleich im Laufe des Videos auf jeden Fall. Das sind so die wesentlichen Unterschiede, ein, zwei Kleinigkeiten gibt es auch noch mehr, die aber jetzt ja keine wesentlichen Punkte sind, die zeige ich euch auf jeden Fall dementsprechend gleich. Und ja, dann würde ich sagen, geht der Test jetzt erstmal so richtig los. Fangen wir wieder mit dem wichtigsten Punkt an, nämlich den Sitzkomfort, denn ja, ein Stuhl muss am Ende gemütlich sein, sonst bringt er uns nichts. Vorab noch mal kurzer Hinweis, wenn euch nur die Unterschiede der verschiedenen Modelle interessieren, dann guckt auf jeden Fall mal in dieses Video rein, ne, da. Das kommt ein paar Tage später als jetzt dieses Video hier und da beleuchte ich dann wirklich nur die einzelnen Unterschiede der verschiedenen Stühle, also der Enkis hier, ohne Wertung zum Komfort und so weiter. Das mache ich entsprechend aber jetzt in diesem Video hier auf jeden Fall. Also ich sitze auf dem Razer Enki Pro zum Beispiel sehr, sehr gut. Wir haben hier eine sehr angenehme Polsterung und die Polsterung ähnelt sich auch zwischen den Modellen ziemlich stark. Also der Enki X, meine ich, ist nochmal ein bisschen weicher. Genau, und Enki Pro sind eben nochmal so ein bisschen fester, aber auch nicht wirklich fest. Also es gibt also so diese härteren Polster von Circulab, Noble Chairs und so weiter und die sehr weichen von DX Racer und AK Racing. Und ich würde sagen, Razer ist hier mit den Enkis auf jeden Fall ziemlich in der Mitte. Ist eine ziemlich angenehme Polsterhärte und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwem das jetzt wirklich zu hart oder zu weich ist. Also ich würde sagen, das ist sehr, sehr gut abgestimmt. Das Einzige, was mir beim Komfort eben aufgefallen ist, beim Pro jetzt nicht, da ist es anders, aber beim Razer Enki X und beim Razer Enki auch, die Dosenschütze unten, die ist für mich in keinem wirklich guten Bereich angesiedelt, muss ich sagen. Also wenn ich mich hier drauf setze, das habe ich schon direkt beim ersten Hinsetzen, als die Stühle ausgepackt und zusammengebaut habe, also mir ist das hier ein bisschen zu, ja, die Dosenschütze ist nicht ganz hoch genug, würde ich sagen. Also die sitzen bei mir eher so zwischen Lordose und Steißbein, also eher nicht wirklich im Hohlkreuz, wo es eigentlich sein soll. Und ja, so nehme ich die Dosenschütze eben so ein bisschen als Fremdkörper wahr. Und die hat mich auch ja beim Enki jetzt nach ja, einigen Wochen des Sitzens immer wieder so ein bisschen gestört irgendwie. Also
Die Dosenstütze ist hier entsprechend für mich nichts. Ich habe auch mal eine Rezension geguckt. Also es gab da ein, zwei Rezensionen, die haben Leute das so was Ähnliches geschrieben, dass die Stütze für die halt entsprechend unten nicht richtig sitzt und ein bisschen als Fremdkörper wahrgenommen wird. Aber es gibt dem gegenüber auch sehr viele Rezensionen, in der davon eben keine Rede ist, in denen die Kunden zufrieden sind. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das ein sehr individuelles Problem ist, das eben hier mit meiner Anatomie zu tun hat. Und das muss also nicht heißen, dass es bei dir am Ende ganz genauso wäre mit der Dosenstütze. Denn sonst ist die Stütze an sich ja ein gutes Feature, also ist eben dann dazu da, hier unten die Lordose auszufüllen. Das machen sonst bei vielen Stühlen eben irgendwelche Kissen, die eigentlich selten wirklich gut funktionieren. Dann gibt es aber auch noch die verstellbaren Lordosenstützen, normalerweise mit so einem Drehrädchen kann man die dann punktgenau einstellen. Und hier haben wir eben jetzt den Zwischenweg, nämlich die fest verbaute Stütze. Ja, die auf jeden Fall eigentlich, wenn sie jetzt für mich passen würde, auch ganz cool wäre. Ja, beim Anki Pro, auf dem ich jetzt hier gerade sitze, ist das irgendwie nicht der Fall. Also ich weiß nicht, ob die Stütze hier ein bisschen höher ist. Sie ist auf jeden Fall auch besser ausgepolstert und die sitzt hier eigentlich optimal. Also wenn der Anki Pro, ja, wenn der für mich in Frage gekommen wäre, da hätte ich auf jeden Fall gesagt, die Stütze passt auf jeden Fall. Also hier sitze ich auch wirklich sehr, sehr gut drauf. Und letztendlich, abgesehen vom Lordosenbogen, bei den beiden Modellen, sitzt man auf allen Ankis auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich zumindest. Und ich denke mal, es wird vielen von euch da draußen auf jeden Fall ganz genauso gehen. Was mir aber aufgefallen ist, und zwar sehen wir hier an zwei Ankys eben hier diese Kissen und an einem nicht, nämlich der Razer Anki X ist die abgespeckte Version und der bekommt eben kein Kissen mitgeliefert. Und ich muss sagen, das fehlt mir hier auch ein bisschen, denn die Kopfstütze hier beim Razer Anki ist recht hart. Also wenn ich mich hier anlehne, ja, ist wirklich sehr fest und vor allen Dingen haben wir hier auch einen ziemlich starken Hohlraum dann entsprechend. Und ja, wenn man jetzt so aufrecht gerade sitzt, geht es eigentlich, aber gerade wenn man sich mal so ein bisschen ja, zurücklehnt vom Rechner, da ist ein Kissen im Nacken eigentlich schon wirklich nicht schlecht. Und ja, die Kissen hat Razer eben bei den Ankys hier eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Also, das hier mal zu zeigen, das Kissen ist also sehr schön geformt. Also hier liegt schon der Nacken drin, am Kopf hat man dann auch ein bisschen Unterstützung. Und ja. Also ich würde euch empfehlen, da auf jeden Fall darauf zu achten, entweder den Anki X kaufen und das Kissen dann halt nachkaufen, was aber nicht viel Sinn macht für den Preis des Kissens, für den Aufpreis kriegt ihr schon den Razer Anki dann. Dementsprechend dann vielleicht doch eher den Anki nehmen, also wenn es jetzt um mich ginge. Genau, beim Anki ist das Kissen entsprechend dann hier mit Bändern befestigt, wie man das so kennt. Die typische Befestigungsmethode eigentlich. Und beim Razer Anki Pro haben wir hier magnetische Kissen. Also das können wir wirklich punktgenau hier einfach dran machen, genauso wie wir es wollen. Und ja, es hält sogar auch hier unten noch und funktioniert eigentlich auf jeden Fall sehr gut. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight beim Anki Pro, das magnetische Kissen. Man kennt es vielleicht von Circular in dem Titan Evo. Die haben das ja, ja dieses Jahr auch bei ihren Schülern letztes Jahr schon integriert. Ist eine sehr schöne Sache auf jeden Fall. Genau, zu den Dosen habe ich schon was gesagt. Dann zum Thema Schneidersitz. Das ist ja immer ein sehr gefragtes Thema, ob man auf den Stühlen auch im Schneidersitz sitzen kann und es ist beim Anki Pro schwierig für mich. Also es geht so gerade eben noch, aber es ist grenzwertig. Also ich bin ja 1,89 groß und wiege so um die 82 Kilogramm und man sieht es jetzt hier auf jeden Fall. Also ich musste auch die Armlehne nach außen stellen, sonst hätte es nämlich nicht mehr gepasst. Und ja, bei den anderen Ankis geht es komischerweise ein bisschen besser. Ich denke mal, es liegt daran, dass die Seitenwangen hier ein bisschen weicher sind als beim Anki Pro, der eben etwas härtere hat wegen der Kunststoffschale. Da zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen was zu. Insofern auf jeden Fall, Schneidersitztest, das funktioniert noch. Wenn man kleiner ist als ich, umso besser. Und damit, wo ich gerade von den Seitenwangen gesprochen habe, machen wir damit mal ganz genau weiter hier nämlich. Also wie gesagt, wir haben hier jetzt die Seitenwangen bei den Anki-Modellen, Anki X und Anki. Und hier sind die wirklich sehr, sehr weich. Und dementsprechend kann man sie eigentlich auch die Seitenwangen nennen. Das sind so minimale Erhöhungen, die, auch wenn man das Bein drauflegt, eigentlich auf keinen Fall stören. Und beim Anki Pro sind die ein wenig fester. Also beim Anki Pro haben wir nämlich hier eben diesen Kunststoffsitz, diesen Schalensitz. Und dementsprechend, da wir hier jetzt halt Kunststoff dahinter haben, ist das hier auch ein bisschen verstärkt und ein bisschen fester. Und dementsprechend sind die Seitenwangen hier eben so ein bisschen fester. Und damit sprechen wir dann auch mal über die Seitenwangen im Bereich der Schulterblätter. Da habe ich hier wieder mein Winkelmesser am Start. Und dann messen wir das mal aus. Also die Messmethode sage ich immer mit dazu, ist nicht hundertprozentig genau. Aber da ich alle Stühle eben so messe, denke ich mal, ist hier eigentlich ein ganz guter, ja, ein guter Vergleichswert zu ziehen. Also ich messe jetzt also den Winkel zwischen Rückenlehne und Seitenwange. Also um euch halt einen Wert zu geben, um zu vergleichen mit anderen Stühlen, wie ausgeprägt die Seitenwange hier entsprechend ist. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Mittel dafür. Und ich komme hier auf einen Wert von, ja,
158 Grad ungefähr, 157, 158 Grad ist also der Winkel zwischen Rückenlehne und Seitenwange. Wenn man jetzt bedenkt, dass 180 Grad komplett flach wären, also 180 Grad, ja, dann ist es ja eine ebene Fläche, dann sind 157, 58 auf jeden Fall ein recht guter Wert. Also es gibt auch Studien, die haben nochmal ein bisschen weniger, also 165 oder so. Aber also ich würde sagen, es ist hier schon eigentlich ja, flach genug. Also schlimm wird es eher bei Stühlen, die so um die 140 Grad haben. Da sind die Seiten nämlich sehr steil und oft dann für den Schulterbereich irgendwie einengt. Aber das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich sitze hier auf jeden Fall sehr gut drauf und die Seitenwangen hier beeinträchtigen mich in keinster Weise. Ja, also seitenwangenmäßig würde ich sagen, ist das ein gut konzipierter Stuhl. Nämlich eben nicht zu viel, ja, wie es zum Beispiel auch mit Razer Isco gemacht wurde. Da gab es hier sehr stabile Seitenwangen am Rande des Stuhls. Und ja, das ist eigentlich nicht wirklich nötig und auch nicht wirklich gut. Also eigentlich nie hilfreich, immer nur störend. Das ist hier also ganz gut gelöst worden. Wo wir jetzt gerade beim Thema Seitenwangen waren und damit halt auch dem Platzverhältnis auf dem Stuhl, können wir auch mal weitermachen mit den Körpergrößen des Razer Enki. Und nehme ich mal eben meinen Zettel mit zur Hand. Das muss ich hier ablesen. Und zwar alle Razer Enkis, also egal ob Enki X, Enki oder Enki Pro, die sind alle bis 136 Kilogramm belastbar. Also eine ganz gute Belastbarkeit eigentlich. Und Razer selbst gibt auch an, ja, für welche Körpergrößen die Stühle geeignet sind. Die haben nämlich alle ja, minimal verschiedene Sitzhöhen zum Beispiel und auch minimal verschiedene Maße. Aber ich sag mal, solche Maße wie die Sitzflächentiefe und so, das ist minimal, was sich da unterscheidet. Also es ist eher die Sitzhöhe. Und Razer sagt beim Enki X 156,5 bis 194. Da würde ich ein bisschen höher gehen, also 1,60 würde ich sagen, müsste man schon eigentlich sein. Ich teste das mal mit meiner Partnerin, die ist 1,67 groß, dann habe ich immer einen sehr guten Vergleich. Ja, also ich würde eher sagen 1,60, 1,56 geht vielleicht auch noch, aber dann würde ich auf jeden Fall entsprechend so ein Fußkissen mit dazu bestellen, damit dann die Füße entsprechend aber nicht noch auf den Boden kommen. Sitztiefe könnte passen, also ich würde sagen 1,60 bis 1,95. Der normale Enki, da schreibt Razer 1,66,5 bis 2,04 Meter. Und 2,04 Meter würde ich sagen, ist zu viel. Also ich glaube nicht, dass das noch funktioniert. Denn wenn ich jetzt mal hier so sehe, das Kissen ist gerade eben auch ab. Ich bin 1,89 groß und hier oben ist kaum noch Luft an der Rückenlehne. Also im Sitzflächenbereich geht's. Ich habe hier ja so 4 Finger breit Platz ungefähr. Das ist eigentlich ein ziemlich vernünftiger Wert. Also 2 Finger ist immer so die, ja, die Orientierungsgröße und ein bisschen mehr oder weniger ist aber gar kein Ding. Aber ich würde sagen, die Rückenlehnenhöhe, die macht hier größeren Leuten irgendwann einen Strich durch die Rechnung. Und ich würde sagen, 1,95 darf man schon noch sein. Es kommt auch mal ein bisschen darauf an, wie lang dein Oberkörper und deine Beine sind. Das ist ja bei uns allen sehr verschieden. Die einen haben längere Beine und einen kürzeren Oberkörper als andere Menschen. Ich würde aber sagen, ja, bis 1,95, also 1,65 bis 1,95 für den Enki. Und beim Pro sagt Razer auch 1,66 bis 2,04 Meter. Und auch hier würde ich sagen, 2,04 Meter ist zu viel. Also 1,95 würde ich sagen, ist auch hier die obere Grenze. Und da meine Freundin mit 1,67 nicht ganz auf den Boden kommt mit ihren Füßen, beim Razer Enki Pro würde ich auch sagen, so ab 1,70. Also 1,67 könnte auch noch passen, wenn jetzt ihr zum Beispiel längere Beine und kürzeren Oberkörper habt, kein Problem. Aber ich würde sagen, 1,70 bis 1,95 ist optimal und ja, wie gesagt, ein paar Zentimeter Toleranz sind da auf jeden Fall immer drin. Aber das wäre so mein Richtwert, was ich dazu noch sagen muss, in Sachen ja, Körpergewicht auf jeden Fall. Also man darf sicherlich auch etwas breiter gebaut sein. Also jetzt, ich würde sagen, bei starkem Übergewicht und sehr dicken Beinen, würde ich sagen, könnten die Sitzflächen irgendwann ein bisschen eng werden. Da ist auf jeden Fall Luft, also man darf ruhig ein bisschen mehr auf den Rippen haben, gar keine Frage. Man muss aber auch ein gewisses Gewicht auf den Rippen haben, zumindest für den Razer Enki X. Denn der Razer Enki X hat eine einfache Wippmechanik, dazu später noch ein bisschen mehr. Und die lässt sich auch ein bisschen schlechter wippen als die erweiterten Mechaniken über den Beinstühlen. Und meine Freundin wiegt zum Beispiel ja gerade mal 52 Kilogramm und mit ihren 52 Kilogramm kann sie nicht genug Gewicht in die Rückenlehne reinlegen, um wippen zu können. Also man muss ja ein bisschen Gewicht mitbringen, um halt entsprechend auch nach hinten zu kommen. Und sie kann auf dem Enki X entsprechend nicht wippen, da ist sie einfach zu leicht für. Also falls ihr plant, den Stuhl für eure Kinder zu kaufen, ein gewisses Gewicht müssen sie schon mitbringen. Ansonsten ist zumindest die Wippfunktion ja eher nicht benutzbar. Dann kann ich eigentlich auch direkt mit der Wippfunktion, der Funktion des Stuhls insgesamt weitermachen. Also wir haben beim Enki X entsprechend, wie ich gesagt habe, die einfache Mechanik. Die demonstriere ich jetzt mal hier, auch wenn es hier eine andere ist. Aber das kann ich hier genauso gut. Und zwar bedeutet das letztendlich, wir können die Wippmechanik einstellen und wir können wippen. Also so. Oder halt nicht wippen. Was wir aber bei dem Enki und dem Enki Pro können, ist, also wir haben hier eine erweiterte Wippmechanik und wir können hier beim Wippen
in jeder Position auch feststellen. Wenn wir jetzt sagen, auf halbem Wege wollen wir genauso sitzen bleiben, dann können wir das hier entsprechend einfach feststellen, genau. Und das geht, wie gesagt, eben beim Enki X nicht. Da haben wir nur eine einfache Mechanik, aber die Mechaniken funktionieren auf jeden Fall alle sehr gut und ja, sind am Ende eigentlich die typischen Wippmechaniken, muss man sagen. Wir können außerdem dann die Rückenlehne, ach nee, was ich da noch zu sagen wollte, genau, eine kleine Kritik hier beim Razer Enki Pro, der kommt dafür ca. 99 Euro auf den Markt und ich finde es ein bisschen schade, dass am Enki Pro entsprechend dann keine Synchromechanik verbaut ist. Mal kurz den Unterschied zu erklären, bei der Wippmechanik bewegen sich Oberkörper und Unterkörper im selben Winkel zueinander. Wir bewegen uns zwar, aber im Rücken entsteht nicht wirklich Bewegung. Und das ist bei der Synchromechanik eben anders. Da neigt sich die Rücklehne nämlich mehr nach hinten als die Sitzfläche und dadurch öffnet sich der Winkel hier zwischen Ober- und Unterkörper und die Bandscheiben werden besser durchblutet. Und Synchromechaniken sind eigentlich bei hochwertigeren Stühlen oder auch bei Stühlen mit, oder bei Bürostühlen vor allen Dingen eigentlich, so der Standard, so würde ich sagen, ab einer gewissen Preisklasse, weil es eben ergonomisch sinnvoller und besser ist. Und das haben wir hier eben beim Enki Pro nicht. Und beim Preis von knapp 1000 Euro, finde ich, sollte das schon mit dabei sein. Ebenso wie ein paar andere Funktionen, aber zum Preis des Razer Enki Pro und ob ich den halt als gerechtfertigt empfinde, dazu gibt es später noch ein paar mehr Infos. Genau, dann haben wir hier eine Rückenlehn-Neigbarkeit von bis zu 152 Grad. Dazu haben wir hier beim Razer Enki Pro so ein Rad, da machen wir eine halbe Drehung oder eine Vierteldrehung und dann, also soll ich am besten die Wippmechanik eben ausmachen und dann können wir hier entsprechend, so angenehm in unserem Stuhl liegen. Also für mich ist das so schon ein bisschen mehr, als ich bräuchte. Ich nehme mal das Kissen nochmal wieder mit dazu. Denn wenn ich jetzt am PC irgendwie ein bisschen was gucke oder so oder ganz entspannt irgendwie ein bisschen vor mich her daddel, dann würde ich auf jeden Fall nicht so sitzen, aber wenn man es kann, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. 152 Grad ist da auf jeden Fall auch relativ viel, also heutzutage viele Hersteller, die gehen eigentlich nur noch bis maximal 140 Grad, reduzieren das also ein bisschen. Und der einzige Unterschied hier zwischen Pro und den anderen Modellen ist, also hier ist halt so ein Rad, das wir halb drehen und bei den anderen Modellen ist hier entsprechend dann so ein Hebel, den wir ganz einfach ziehen und dann können wir das Gleiche eigentlich hier machen. Also unterscheidet sich in der Funktion so an sich nicht, wir haben nur was anderes in der Hand am Verstellen. Ist aber eine gute Funktion auf jeden Fall. Und dann zu den Armlehnen. Wir haben hier beim Razer Enki X haben wir 2D-Armlehnen und dieses Innenleben und die Knöpfe sind hier aus Kunststoff. Also 2D bedeutet, wir können die halt nur in der Höhe verstellen und wir können die Armlehnenauflage eben rotieren lassen. Was entsprechend dann für die Controller-Stellung eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also ich würde sagen, die wichtigsten Verstellmöglichkeiten sind hier da. Die Unterschiede hier zu den anderen Modellen, Enki und Enki Pro, sind entsprechend dann, hier haben wir 4D-Armlehnen, Metallarmlehnen, also hier haben wir die Knöpfe aus Metall, was haptisch auf jeden Fall einen schöneren Eindruck macht und man merkt es auch beim Verstellen und hört es auch, das Innenleben hier ist eben aus Metall und wir haben hier 4D-Armlehnen, also wir können die Armlehnenauflage zusätzlich zur Höhenverstellung und der Rotation, die ich eben schon beim Enki X gezeigt habe, auch nochmal nach vorne und hinten verstellen, die Auflage und auch mal nach links und rechts an der Seite. Ist also auch mal ein Upgrade, qualitativ und auch in der Benutzung, also in der Funktion auf jeden Fall. Und zu den Bezügen auf den Stühlen, auf dem Enki X und dem Enki haben wir genau die gleichen Bezüge. Also wir haben hier einen sehr haptisch angenehmen Stoffbezug auf den Kontaktflächen. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, da bin ich auch sehr froh drüber. Denn die Stellen, an denen wir besonders schwitzen, das sind nämlich vor allen Dingen eigentlich Rückenlehne bis zum mittleren Rücken so. Und die Sitzfläche, die sind hier mit einem Stoffbezug, der eben atmungsaktiv ist, ausgestattet. Und nur die Ränder hier sind aus Designgründen dann mit einem Kunstleder bezogen. Das finde ich auf jeden Fall eine ziemlich schöne Sache. Und da vielleicht der kleine Hinweis, und zwar schreibt Razer, dass sie ein EPU-Kunstleder benutzen. Und EPU habe ich noch nie gehört, ich kenne eigentlich nur PU. Und wenn man das googelt, findet man halt elastomerisches Polyurethan. Und weil ich mir das nicht erklären konnte, was das jetzt heißen soll, ob das irgendwie ein spezielles, bestimmtes Material ist, habe ich bei einem Kunststoffverarbeitenden oder Polyurethan spezialisierten Betrieb angerufen und da mal jemanden nachgefragt, die haben mir auch netterweise Auskunft gegeben und haben mir entsprechend erklärt, dass jedes Polyurethan auch elastomer ist, also elastomerisch ist, wie auch immer. Auf jeden Fall, das bedeutet einfach nur, dass die Bezüge oder diese Materialien eben strapazierfähig sind, dehnbar sind und was Polyurethan eben ausmacht, ist, dass es dann nach der Dehnung auch in den Ursprungszustand wieder zurückkommt von selbst. Und dementsprechend ist das EPU hier ganz einfach ein ganz normales PU-Leder. Also es wird hier eben nur anders genannt.
Warum die das machen, weiß ich nicht, aber so wisst ihr auf jeden Fall. Ein ganz normales PU-Leader und hier eben an den Stellen Stoffbezug. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, aber der fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Der hat haptisch so ein bisschen Ähnlichkeit von einem, ja, so einem Velour-Leder, so ein bisschen. Und da habe ich auf jeden Fall auch nichts dran auszusetzen, also sehr schönes Material. Das Material hier außenrum, also das PU-Leder, da schreibt Razer selber, dass das nachhaltig produziert wird. Wenn man da mal nachschaut, da wird eben geschrieben, dass bei der Produktion weniger Energie verbraucht wird, dass dadurch halt weniger Emissionen entstehen und dass keine umweltschädlichen Lösungsmittel zum Einsatz kommen. Lösungsmittel und ja, es gibt dazu kein Zertifikat, ich habe auch da mal nachgefragt, aber ich habe bisher noch keine Antwort bekommen. Also auch da guckt mal meinen Testbericht rein, da wird dann auf jeden Fall das Update auch kommen, sobald Razer mir geantwortet hat. Das ist natürlich jetzt schwer nachvollziehbar, aber wenn Razer sagt, dass sie da entsprechend nachhaltige Materialien einsetzen, dann glaube ich das natürlich auf jeden Fall auch. Und falls ihr nochmal ein Zertifikat habe oder einen Markennamen und so für euch, dann ja, wie gesagt, auf jeden Fall in den Testbericht reinschauen. Wenn wir gerade bei den Bezügen sind, der Anki Pro hat nämlich nochmal einen anderen Bezug. Und zwar, was wir hier nämlich Schönes haben, ist ein Alcantara, und zwar ein echtes Alcantara. Das ist hier also kein Alcantara-Imitat, wie wir meinen Stühlen kennen, sondern das hier ist das originale, echte Alcantara aus Italien, auch hergestellt in Italien. Und das macht auf jeden Fall ziemlich was her. Also es wird ja häufig auch mit ja, einem Velour-Leder verwechselt, weil es eben ja, haptisch ganz, ganz extrem in Richtung Velour-Leder geht und eigentlich wirklich eine ja, nahezu perfekte Imitation ist, aber sogar im Vergleich zu Leder nochmal einfach besser ist. Denn ja, Alcantara zeichnet sich dadurch aus, also zum einen wird es hergestellt, es ist ein Mix aus Polyester und Polyurethan. Also ein Mix aus den typischen Stoffbezügen und den typischen Kunstlederbezügen eigentlich. Natürlich aber in einem sehr speziellen Herstellungsverfahren. Also es ist nicht so, dass man es einfach zusammenmixt, dann kommt Alcantara dabei raus. Im Vergleich zu Leder zum Beispiel ist es leichter, was eigentlich nur im Automobilbereich von Bedeutung ist. Es ist aber auch nochmal atmosphärischer, es ist pflegeleichter und ja, es ist außerdem allergieneutral, es ist echtes Leder aber auch. Und auch sehr strapazierbar. Also ein sehr, sehr cooles, schönes Material auf jeden Fall. Und was hier auch ganz wichtig ist, dass Alcantara in Italien, die produzieren ja schon seit 2009 klimaneutral, also die Herstellung dieses Bezugs trägt nicht zur Erderwärmung bei. Da ist Alcantara auf jeden Fall sehr stark hinterher und ja, jedes Jahr veröffentlichen die auch einen Nachhaltigkeitsbericht und die geben sich da extrem viel Mühe, möglichst das Klima und die Welt zu schonen und das ist auf jeden Fall lobenswert. Und ja, abgesehen davon von den ja, nachhaltigen Bemühungen der Firma ist es auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr geiler Bezug. Würde ich mir mehr wünschen, dass es mehr Gaming Studio gibt mit einem echten Alcantara-Bezug. Dann schauen wir uns noch mal an, was an dem Anki Pro eigentlich noch so alles besonders ist. Die eine oder andere Besonderheit hat er auch noch mal und die eine oder andere eben auch nicht. Also zum Beispiel Razer schreibt, dass hier ein eine Dual Density Backrest zum Einsatz kommt mit zwei verschiedenen Schaumhärten und oder Schaumdichten auf jeden Fall. Und so wie ich es jetzt eben verstanden habe, sind alle Flächen, die mit Alcantara bezogen sind, haben Schaum mit einer Dichte von 60 Kilogramm pro Kubikmeter, also ein ja, etwas weicherer Schaum als hier eben die Seitenteile. Denn die Seitenteile hier sind entsprechend mit einem festeren Schaum versehen. Das trifft jetzt auf die Sitzfläche, glaube ich, nicht zu. Ich meine, dass es da stand, dass es nur die Rückenlehne ist. Also hier haben wir halt den weicheren Schaum und hier in den Außenbereichen, wo das Leder oder das Kunstleder drauf ist, haben wir halt einen härteren Schaum. Und ja, damit wird halt geworben jetzt Dual Density Backrest und ich habe erst gedacht, okay, vielleicht sind hier verschiedene Schaumzonen, so wie bei einer Mehrzonen-Schaummatratze oder so. Das ist aber nicht der Fall und in meinen Augen muss ich halt sagen, also das ist für mich halt auf jeden Fall nicht so viel wert, diese Dual Density Backrest, denn ja, von dem härteren Material, das hier an den Seiten ist, spüren wir sowieso nichts. Unser Körper berührt im Grunde genommen nur die Alcantara, beziehungsweise halt, ja doch nur die Alcantara-Teile. Und höchstens unsere Schultern liegen hier so ein bisschen auf dem Kunstleder an. Also von diesen zwei Schaumdichten wird man in der Benutzung auf jeden Fall nicht viel merken. Das ist aber auch ja noch gar nicht alles. Also den Alcantara-Bezug habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und was noch eine sehr, sehr schöne Sache ist beim Razer Anki Pro auf jeden Fall, das ist die Rückseite. Und zwar, die ist hier nämlich komplett aus so einem richtig, richtig geilen ja, Kunststoff- und Carbon-Optik gemacht. Und die ist wirklich auch komplett. Also es geht hier bis unter den Stuhl runter und sogar die Unterseite ist mit diesem Carbon, ja, Carbon-Optik-Kunststoff ausgestattet. Das macht auf jeden Fall einen sehr, sehr, also wirklich sehr hochwertigen Eindruck. Also es sieht halt wirklich richtig, ja, richtig Premium aus, kann man sagen. Das schlägt sich zum einen dadurch nieder, also zum einen, wir sehen ja den Stuhl häufig von hinten. Wenn wir nämlich gerade eben nicht benutzen, sondern was anderes gerade machen und so ist ja dann von hinten nochmal ein etwas dekorativeres und edleres Designelement auf jeden Fall. Und
Und was auch sehr schön ist, normalerweise haben wir ja am Rand diese Seitenabdeckungen. Hier sind manchmal meistens solche Kunststoffteile drauf, wo man dann immer eben die Verschraubung zwischen Rückenlehne und Sitzfläche nicht sieht. Und die ist ja natürlich hier maximal elegant gelöst. Also hier ist einfach so eine, ja genau in demselben Ton, so eine schöne Kunststoffkappe drauf. In Carbonoptik und bei den anderen Modellen, dem Enki X und dem Enki, haben wir hier eben noch diese, ja, jetzt im Vergleich nicht so ganz ansehnlichen Kunststoffabdeckungen. Dann noch zu den Preisen der Stühle. Also ich finde, der Razer Enki ist auf jeden Fall sehr fair kalkuliert. Mit um die 380 Euro ist das ein Stuhl, der auf jeden Fall eine Menge liefert. Dafür, dass er ja, entsprechend so viel Geld kostet. Eine weitere Windmechanik, Lederdosenstütze, wenn sie halt zu dem entsprechenden Körper passt. Die 4D-Armlehne mit Metall, Metallfußkreuz. Also auf jeden Fall ja, ein sehr, sehr cooles Produkt für das Geld. Der Razer Enki Pro hingegen, der ist mir persönlich ein bisschen zu teuer. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wir haben ja hier sehr coole Sachen dabei, so wie ein echtes Alcantara, was auf jeden Fall ja, sicherlich auch was kostet in der Produktion. Wir haben hier diese coole Kunststoff-Carbon-Optik, ja, Sitzschale und Rückenlehnenverkleidung, was auf jeden Fall auch sehr viel Wert, sehr viel hermacht und noch das magnetische Nackenkissen. Aber für mich sind das eben nicht genug Punkte, um zu sagen, für den Schuh würde ich jetzt 999 Euro ausgeben. Also ich denke mal, der Preis wird auch noch ein bisschen fallen in den ersten Wochen oder in den nächsten Wochen nach Marktstart. Aber für um die 1000 Euro, muss ich ehrlich sagen, würde ich mir den Enki Pro nicht holen. Denn es gibt ja, zum Beispiel ja, sehr hochwertige ergonomische Bürostühle und auch ein paar ja, andere Gaming-Stühle, die ja, teilweise sogar einiges günstiger sind, teilweise Made in Germany sind, aber auf jeden Fall halt wesentlich mehr Funktion bieten. Zum Beispiel sowas wie eine Synchromechanik fehlt mir beim Razer Enki Pro für das Geld. Das ist eben ein ergonomisches Feature, das noch mehr Rückengesundheit, also die Rückengesundheit noch eher fördert. Auch sowas wie diese Sitzneigeverstellung hätte man hier machen können, dass man eben die Sitze noch ein bisschen nach unten neigen kann, damit den Winkel zwischen Ober- und Unterkörper ein bisschen öffnet. Das macht das Sitzen für viele Menschen angenehmer. Man hätte hier nochmal sowas wie eine Sitztiefenverstellung eben implementieren können, bei der man dann die Sitzfläche herein- und herausschieben kann und damit dann die Sitzfläche oder die Sitztiefe besser an seine eigene Körpergröße einstellen kann oder anpassen kann. Oder sowas wie zum Beispiel eine variabel einstellbare Dosenstütze wäre noch was gewesen. Hier ist ja eine feste mit drin beim Pro und die passt mir auch sehr gut. Aber ja, eine Variable wäre ja auch nochmal was gewesen, die man halt punktuell in der Ausprägung und auch in der Höhe vielleicht einstellen kann. Also ich bin der Meinung, für 1000 Euro wäre hier noch einiges mehr möglich gewesen, auch wenn das, was man hier bekommt, schon halt sehr cool und sehr ja, speziell und auch hochwertig ist, aber eben nicht für 1000 Euro. Also ich persönlich hätte für den Stuhl eher so 500 bis vielleicht maximal 600 Euro ausgegeben. Wenn ihr sagt, Geld spielt in eurem Leben keine Rolle und ihr findet den Razer Enki Pro einfach geil und ihr wollt immer mal einen Gaming-Stuhl mit Alcantara haben, dann schlagt zu, aber wenn ihr halt wirklich was sucht, das preis-leistungstechnisch wirklich auf einem richtig, ja, auf einem richtig ausgewogenen Level ist, dann ist der Enki Pro meiner Meinung nach nicht der richtige Stuhl für euch. Also ja, er ist mir wie gesagt ein bisschen zu teuer. Razer bietet ja auch 3er Garantie, das ist auf jeden Fall auch ein, ja, schon mal ein stabiler Wert. Gibt ja einige Hersteller, geben ja gar keine Garantie, sondern nur die Gewährleistung, aber ja, auch das ist leider für mich nicht genug bei dem Stuhl. In Sachen Qualität und Verarbeitung sind die Stühle aber alle absolut top. Also ich habe jetzt eigentlich nichts gefunden, also wirklich nichts gefunden, das mich irgendwie stören könnte. Gut, die einzige Sache eventuell ein bisschen ist hier das Nackenkissen beim Razer Enki, das hier mit dabei ist. Das wirft hier so ein paar Falten irgendwie. Aber ich würde da jetzt auch nicht wirklich sagen, dass das jetzt wirklich ein Verarbeitungs- oder Qualitätsproblem ist. Das ist ziemlich in Ordnung. Also andere Kissen werfen auch ein bisschen Falten und das ist eigentlich jetzt nichts, was ich wirklich als Kritikpunkt anführen würde. Gesagt habe ich es jetzt trotzdem, aber okay. Ansonsten, die Nähte verlaufen hier eigentlich überall wirklich extrem gerade. Auch hier das Diamantenmuster ist sehr präzise genäht und die Stühle, die ich hier habe, also alle drei, sind wirklich makellos bei mir angekommen. Da ist absolut nichts zu beanstanden. Verarbeitung auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau. Auch die Qualität würde ich sagen, also beim Razer Enki X ist vielleicht hier die Kopfstütze. Ach Moment, der Razer Enki X ist der hier. Ist hier vielleicht so ein bisschen dünn gepolstert so, aber ich meine, das ist ja auch ein recht günstiger Stuhl. Und dadurch, dass man ja beim Razer Enki zum Beispiel auch ein Nackenkissen hat, ist das wieder gar kein Problem eigentlich. Also, was ich eigentlich sagen will, Verarbeitung, Qualität auf einem sehr hohen Niveau. Beim Razer Enki Pro natürlich umso mehr. Wir haben hier sowieso ja viel hochwertige Materialien. Und man merkt das auch, dass hier massivere und wertigere Materialien eingesetzt wurden. Denn der Razer Enki Pro, der ist nochmal einige schwerer als seine anderen Modelle. Und das muss ich auf jeden Fall wissen, denn ich schleppe die Modelle jedes Mal auf den Dachboden zum Videos machen. Also, ich hatte ein gutes Gefühl für. Auf jeden Fall kommen mir hochwertige, gute Materialien zum Einsatz und da gibt es auf jeden Fall diesmal absolut nichts zu meckern. Nicht so wie beim Razer ISCO-Test. Kommen wir damit zum Fazit und der abschließenden Frage, ob und welchen Razer Enki ich euch empfehlen könnte zum Kauf. Also vorab nochmal, ich will mal so anfangen. Also für mich persönlich kommen Enki X und Enki eigentlich nicht wirklich in Frage, denn
wie ich im Video beschrieben habe, die Dosenstütze ist für mich ein bisschen zu tief positioniert und die fühlt sich für mich ein bisschen wie so ein Fremdkörper unter dem Rücken an. Das muss bei dir nicht genauso sein, wir haben ja alle sehr verschiedene Anatomien und ich habe auch schon viele Rezensionen zum Stuhl gelesen. In ein ganz paar wenigen wird das auch genannt, aber in vielen auch eben nicht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es ein Problem ist, dass er ja ganz individuell auftritt und ja, wie gesagt, bei dir eben entsprechend nicht sein muss. Wenn wir davon ausgehen, dass das bei dir eben nicht der Fall ist und die Enkis dementsprechend für dich dann eine Option sind, dann würde ich den Enki X nicht unbedingt empfehlen zu kaufen, muss ich ehrlich sagen. Denn ist ein super Schuh, sitze ich auch bequem, keine Frage. Aber für 30 bis 40 € mehr gibt es schon den Razer Enki, also das mittlere Modell. Und da habt ihr dann statt einer 2D-Kunststoffarmlehne, habt ihr eine 4D-Metallarmlehne, die wesentlich mehr hermacht. Ihr habt statt einer einfachen Wippmechanik eine erweiterte Wippmechanik, die ihr entsprechend auch feststellen könnt. Und abgesehen davon wird beim Enki auch ein Kissen mitgeliefert, beim Enki X nämlich eben nicht. Und all diese Unterschiede für 30 bis 40 €, da würde ich wirklich sagen, nehmt die paar Euro mehr in die Hand und kauft euch, wenn dann, den Enki, den ich euch auch abgesehen in meinem Fall eben von der Dosenstütze auf jeden Fall empfehlen kann. Das ist ein Stuhl, der hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann mit anderen Stühlen in der Preiskategorie auf jeden Fall mithalten und ja, ist ein vernünftig designter, gut verarbeiteter und hochwertiger Stuhl. Den Enki Pro kann ich euch leider nicht unbedingt empfehlen, gar nicht wegen seinen Funktionen und dem, was er mir eben entsprechend bietet, denn das finde ich eigentlich alles wirklich sehr, sehr gut hier. Also, ich sitze auf dem Razer Enki Pro super gut. Die Dosenstütze passt hier auch bei mir sehr gut. Also, die ist hier irgendwie besser ausgepolstert und vielleicht auch ein bisschen anders positioniert. Also, das, ja, hier sitze ich sehr, sehr schön drauf auf jeden Fall. Aber das Problem bei mir ist ein bisschen der Preis. Denn der kommt jetzt mit 999 € auf den Markt. Ich denke mal, der Preis wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen fallen. Aber der Schuh ist mir eben für das, was er bietet, so zu teuer. Also, in dem Preisbereich gibt es ja schon sehr gute ergonomische Büroschuhe zum Beispiel. Oder auch andere Gaming-Stühle, die sehr nah an ergonomische Bürostühle rankommen. Und die müssen in dem Preisbereich auf jeden Fall solche Sachen haben, wie eine Synchromechanik, eine Sitzneigeverstellung, eine Sitztiefenverstellung. Es gibt dann solche Sachen wie eine ja, variabel einstellbare Dosenstütze, sei es jetzt ja, nur in der Ausprägung oder auch vier Wege, also auch in der Höhe. Ja, da bietet die Konkurrenz entsprechend für das Geld auf jeden Fall wesentlich mehr. Abgesehen von Recaro, die sind für ihre recht hohen Preise, also zumindest der Recaro Exo, auch nicht wirklich besser ausgestattet. Aber ich meine, Made in Germany. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, der Enki Pro ist mir einfach zu teuer. Also bei 1000 €, die sehe ich in dem Stuhl nicht. Also die Materialien sind toll und er wirkt auch sehr, sehr edel. Ich würde mir auf jeden Fall als Deko-Element ins Wohnzimmer stellen. Das Alcantara ist super cool und auch diese Kunststoff-Carbon-Rückenlehne und Sitzfläche, diese ganze Einfassung sieht auch wirklich sehr, sehr geil aus. Aber es reicht mir einfach nicht, um 1000 € dafür zu bezahlen. Also ich muss ehrlich sagen, 500, 550, vielleicht höchstens auch 600 € hätte ich jetzt persönlich für den Stuhl ausgegeben, wenn man sich halt die Konkurrenz auf dem Markt anguckt und schaut, zu welchen Preisen die welche Stühle mit welchen Funktionen verkaufen. Mehr ist da aber auf jeden Fall dann bei mir nicht drin und deswegen kann ich den Razer Enki Pro jetzt so nicht empfehlen. Wenn du jetzt sagst, der Stuhl hat dir designmäßig voll angetan und die Funktionen reichen dir alle völlig aus und du brauchst nichts anderes und Geld spielt in deinem Leben keine Rolle, das wäre natürlich der Optimalfall. Dann kann ich den Razer Enki Pro natürlich empfehlen, dann gönn dir was auf jeden Fall. Aber für die, die eben nach einem Stuhl suchen mit einem möglichst guten Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich den Enki Pro nicht wirklich empfehlen. Da ist das dann doch eher so ein ziemlich reines Luxusprodukt. Ja, so viel dazu also. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und euch die ja, Entscheidung zwischen welchen Enki-Modellen ihr so ja, am besten wählen solltet, ein bisschen erleichtern. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann liked das doch gerne, kommentiert auch gerne irgendwas mit euren Gedanken zum Video, zum Razer Enki oder Enki X oder Enki Pro. Und wenn ihr meinen Channel abonnieren würdet, wäre es natürlich auch ziemlich cool. Was mich auch sehr freuen würde, ist, falls ihr euch einen der Razer Enkis oder auch jeden anderen Stuhl auf meinem Channel hier kaufen solltet, dann nutzt auch gerne einen der Links aus der Videobeschreibung oder auch aus meinem Testbericht auf gaming-schul.de. Da reinzuschauen lohnt sich sowieso nochmal, denn alle möglichen Updates, wenn irgendwas geändert wird oder ich doch meine Meinung ändern sollte in irgendwelchen Punkten, dann seht ihr das natürlich nur im Testbericht auf meiner Seite, denn die Videos hier kann ich ja nicht ändern. Also ist auf jeden Fall nochmal ein Klick wert, ist auch in der Videobeschreibung. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Video.